In Quartzsight ist Sonnenlicht so selbstverständlich, dass es ohne Wohnmobil kaum zu ertragen ist. Die Landschaft hat sich der Hitze und der Helligkeit komplett unterworfen. Die Menschen nehmen sich das, was sie brauchen. Was zu viel ist, wird ausgeblendet. Eine Methode, die sich sowohl unter der ewigen Sonne als auch in permanenter Dunkelheit bewährt. Come Sunday, go to church and then enjoy a sunny day all day. It's always sunny down here. It's hard to sing a stormy Monday blues. Hurry down, sunshine. Let's just see what tomorrow brings. Hurry down, sunshine. Hey, let's see what tomorrow brings. Yeah, I sometimes pray for rain, just for a change of things. You know, there's nothing like sunshine. Help keep the blues away. Flughafen Wien-Schwechat. Ein Flugzeug wurde vom Terroristen gekapert. Nachdem die Verhandlungen mit den Tätern abgebrochen wurden, drohen diese mit der Erschießung der ersten Geisel in den nächsten Minuten. Die Männer der Cobra bereiten sich auf den Einsatz vor. Diesmal ist es noch eine Übung. Polizei! Polizei! Polizei, Köpfe runter! Sitzen bleiben! Polizei, head down! Stay seated! Das sind typische Szenarien, insbesondere wenn man den heutigen Terrorismus anschaut. Cobra ist ein internationales Markenzeichen, was Antiterroreinheiten anbelangt und betrifft. Wir haben ja sehr viel Erfahrungsaustausch mit anderen Antiterroreinheiten und wir werden überall anerkannt und die Meinung der Cobra und die Taktiken der Cobra werden überall gerne gehört und teilweise auch sehr gerne kopiert. Dezember 1975. Terrorüberfall auf die OPEC-Zentrale in Wien. Diese Aufnahmen wurden wenige Minuten nach dem Überfall aufgenommen. Hier eine der Personen, die getötet wurden bei dem Anschlag. Aus dem Gebäude waren noch vereinzelt Schüsse zu hören. Weg verschwindens, Wiederschauen. Die österreichischen Behörden sind auf einen solchen Anschlag nicht vorbereitet. Es gibt keine Einsatz- oder Krisenpläne. Selbstverständlich kann es immer wieder Terrorgruppen geben, die solche Anschläge ausführen. Schon 1973 hatte die Regierung bei den Forderungen von Terroristen nachgegeben und sie ausfliegen lassen. Es gab für uns drei Alternativen. Furchtbar schwere Entscheidungen. Ich wollte gerne fragen, hat jemand schon über Leben und Tod hier zu entscheiden gehabt? Ja? In den 70er Jahren wird Deutschland durch Terroranschläge der RAF, der Roten Armee-Fraktion, bedroht. Wien, Dezember 76, Banküberfall der deutschen Terroristin Waltraud Bock. Durch die Ereignisse damals hat man in Österreich dann gemeint, es sei notwendig, eine Einrichtung zu haben, die sich dem Terror entgegenstellen könnte. Was macht Österreich im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus? Und da hat der Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky in seiner Art gesagt, meine Herren, machen Sie sich keine Sorge, wir haben ein Kommando von Gendarmeriebeamten, die werden wir dann einsetzen. Das Gendarmerie-Einsatzkommando wird im April 1978 gegründet. Schloss Schönau in Niederösterreich, das als Durchgangslager für jüdische Emigranten verwendet worden war, wird zur Kaserne umgebaut.
Wir sind bemüht, im Zuge der Ausbildung unseren Beamten all das zu vermitteln, was sie brauchen, um in einem Einsatzfall gegen Terroristen bestehen zu können. Workshops, die wir teilweise besucht haben, das war GSG 9, das war Amerika. Wir hatten die Möglichkeit, im Ausland ein bisschen Informationen einzuholen, sind aber dann zu guter Letzt drauf gekommen, dass wir einen eigenen Weg gehen mussten, weil für uns optimale Effizienz der Aufgabe, der Lösung der Aufgabe verbunden sein musste mit einem entsprechenden Schutz für die einschreitenden Beamten. Das war uns immer sehr wichtig. Seit 1992 ist das Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt stationiert. Polizisten, die in der Spezialeinheit tätig sein wollen, müssen sich einem zweitägigen Aufnahmeverfahren unterziehen. Dann folgt eine 6-monatige Grundausbildung, bei der sie, wenn sie wichtige Teilprüfungen nicht schaffen, jederzeit ausgeschieden werden können. Einer der schwierigsten Prüfungen der Ausbildung ist der sogenannte Fenstersprung am 20-Meter-Turm. Mit einem Seil muss sich der Bewerber durch ein geschlossenes Fenster schwingen und im dahinterliegenden Raum wieder sicher landen. Für den Fenstersprung ist nicht jeder Polizist geeignet. Jeder Beamte hat 2 Probedurchgänge, bevor es ernst wird. Es haben verschiedene Leute verschiedene Probleme. Bei ihm war es jetzt mit der Landung. Also man kommt dann am Seil hängend bis zum Fenster. Und im Fenster muss man sich dann vom Seil lösen. Das schlüpft dann aus dem Abseilachter. Das Problem ist dann aber, dass er ja eigentlich in der Waagerechten durch das Fenster fliegt und sich wieder aufstellen muss, um weiterlaufen zu können, drinnen im Raum. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man halt aktiv dafür arbeiten. Das heißt, aktiv das Bein senken. Und wenn man dann aktiv das Bein senkt, dann stellt sich der Körper wieder auf und man kann weiterlaufen drinnen im Raum. Ja, man läuft durch diesen Splitterring durch. Angst ist natürlich ein Thema und ist auch wichtig, weil angstlos sind, vorsichtig sein und überlegt handeln. Aber Angst kann man ganz einfach überwinden, indem man gut intensive Ausbildung hat. Und dadurch nimmt die Angst ab, wird zu einem normalen Grad und man kann leicht umgehen damit. Heuer haben sich zum Auswahlverfahren 182 Polizisten aus ganz Österreich beworben. Davon wurden nur 36 für die Ausbildung zugelassen. Der Fenstersprung wurde früher auch bei realen Zugriffen angewendet. Heutzutage dient er nur mehr als Mutprobe, um die Einsatzbereitschaft der Beamten zu testen. Aus Sicherheitsgründen darf bei den gezeigten Beamten kein vollständiger Name genannt werden. Der Hauptgrund war einfach die Herausforderung an der Tätigkeit, dass es doch ein sehr elitärer Bereich ist, der Exekutive in Österreich, und dass man einen harten Weg gehen muss, dass man dorthin kommt. Und das Aufgabengebiet ist einfach sehr umfangreich und interessant und es wird nicht so schnell langweilig wie vielleicht andere Tätigkeiten. Es ist ganz, ganz selten weltweit, dass eine Einheit beginnend von den täglichen Einsätzen zur Unterstützung der Kriminalpolizei über Personenschutz, über Auslandsdienste, über Flugbegleitungen so viel macht. Das ist der österreichische Weg. Also, dass man schaut, wie kann man ein wirklich gutes Segment am Markt besetzen, am Markt der Sicherheit. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. 5. September 2007, 5 Uhr früh. Vor dem Salesianerkloster am Rennweg, einen Tag vor dem Papstbesuch in Österreich, fährt eine Fahrzeugkette von insgesamt 40 Autos durch den strömenden Regen. In der Mitte des Konvois das Papamobil. Dieser Großeinsatz erfordert detaillierteste Vorbereitungen. Ja, völlig klar. Weil das sind die Vorschritte. Ne? Gut. Wir wollen auf jeden Fall sicher sein, dass es nichts Unvorhergesehenes gibt, ne? Auch aufgrund der Höhe des Fahrzeuges. Das kann man sich zwar vorher anschauen, aber irgendwelche Kuppen, die Leute sollen genau wissen, wo sie stehen bleiben, auf einen Meter genau. Und vor allem geht es uns auch heute um das Szenario der Evakuierung.
ungefähr eine Überprüfung. Das heißt, bei einem Zwischenfall, was wir wann wo machen. Das ist zwar theoretisch bekannt, aber das vor Ort anschauen der alle Kräfte ist natürlich wichtig. Die Koordination der Einsatzkräfte ist eine logistische Herausforderung. An die 2200 Polizisten und über 150 Cobra-Beamte sind für die Sicherheit des Papstes verantwortlich. Weil du gesagt hast, mit stehen bleiben. Das heißt, wir müssen so stehen bleiben, dass das Wappenmobil quasi nach links einbiegen kommt, oder? Oder die Sicherheit? Wir haben jetzt den Heiligen Vater aussteigen lassen. Ja. Und vorne jetzt einen Konvoi hinter die Kirchen. Ach so, zum Ansteuern? Genau, richtig. Das schauen wir uns an. Aha. Natürlich ist der Heilige Vater in der Gefährdungsstufe 1. Eine konkrete Gefährdung ist jedoch nicht bekannt. Natürlich muss man auf das Schlimmste vorbereitet sein, aber wir können, glaube ich, das Beste hoffen. 5 Stunden später. In der Zentrale der Cobra werden die Einsatzfahrzeuge von ausgebildeten Spürhunden des Innenministeriums nach Sprengstoffen untersucht. Sollte im Auto etwas versteckt sein, würde der Hund einen süßlichen Geruch wahrnehmen und zum Bellen beginnen. Bei so einem Einsatz, also bei so einer Gefährdungsstufe, bleibt nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, wir kontrollieren eben jetzt auch die Fahrzeuge jetzt vom Einsatzkommando auf Sprengstoff. Alles, was an radioaktivem Material unterwegs sein kann, wäre möglich, da unterzubringen. Das gibt es in offenen Bereichen und auch in geschlossenen Bereichen, wobei der geschlossene ja nicht die große Gefahr ist, aber natürlich, wenn man länger dieser Stallung ausgesetzt ist, ist auch ein geschlossener sehr gefährlich. Das vollgepanzerte Papamobil ist durch eine Plane geschützt. Denn das Innere des Autos ist ein streng gehütetes Geheimnis. Der ORF bekam für diesen Film als erste Fernsehstation eine Sondergenehmigung. Das ist das ganze Geheimnis oder mehr oder weniger Geheimnis. Ein großer, komfortabler Sessel. Hier vorne 2 Klappsitze für die Beifahrer. Ein Bedienpult für die Panzerglasscheiben. Also bei diesem Fahrzeug ist es so, dass die Position des Papstes trotzdem sehr niedrig ist. Auch wenn er die Scheibe herunterlassen kann, man kann sie nicht ganz herunterlassen. Das heißt, ein Attentat, nehmen wir an, ein Schussattentat auf den Papst, wenn er in diesem Fahrzeug sitzt und das Fenster ist, dieses Stück heruntergelassen ist, sehr unwahrscheinlich. Also es beunruhigt uns nicht wirklich sehr. Noch dazu haben wir Fahrzeuge zum Abdecken des Papamobils und auch Personen, die außerhalb sind. Am Abend vor dem Papstbesuch müssen Teile der Cobra noch zu einem Einsatz in der Nähe von Linz. Die örtliche Polizei hat die Einheit angefordert, um einen mutmaßlichen Drogendealer zu verhaften. Der Einsatz wird mit einer Helmkamera dokumentiert. Die Cobra ist für das Prinzip des Minimaleingriffes. Die Beamten bemühen sich, unnötige Gewalt zu vermeiden. Erstmals werden solche Einsatzvideos im Fernsehen gezeigt. In der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde die Cobra Anfang der 80er Jahre. Was wirklich eine Initialzündung für den Bekanntheitsgrad des Gemeinschaftskommandos war im Jahre 80 oder 81 diese Geisellage in der Arztpraxis in Graz. Bitte Fernsehen auch zurückgehen! Zurückgehen! Ich habe damals Dienst gehabt und der Generaldirektor Dr. Danzinger hat mich angerufen. Fahren Sie nach Graz, da ist eine Geiselnahme. Es hat auch zu dem Zeitpunkt noch nicht diese Art der Verhandlungsgruppen gegeben, was es heute gibt. Und auch viele Dinge waren nicht so wie heute. War das einfach mit einem Wort gesagt, ein Ad-hoc-Zugriff. Da ist ein Schuss gefallen und die Beamten vor der Tür und vom Fenster haben zugegriffen.
Es ist natürlich dann eine extreme Hektik ausgebrochen. Die Geiseln sind aus den Fenstern gesprungen. Der Täter ist dabei ums Leben gekommen. Wichtig war aber, dass alle Geiseln, darunter auch Kinder, nicht verletzt wurden und also befreit werden konnten. Kritik ist, es sind relativ viele Schüsse gefallen, weil einfach wir zu dem damaligen Zeitpunkt die Munition verwendet haben, die keine mannstoppende Wirkung gehabt hat. Dieser Einsatz war dann ausschlaggebend dafür, dass das Gendarmerie-Einsatzkommando umgerüstet hat. Bis heute sind die Motive des Geiselnehmers, eines vermutlich psychisch kranken jugoslawischen Gastarbeiters, unklar. Ich bin heute noch stolz, die vier Beamten, die also von der Waffe gebraucht haben, wurden niemals die Namen genannt. Im Gegenteil, es ist berücksichtigt worden, dass es sinnvoll ist, wenn die Namen von diesen vier Beamten nicht in die Öffentlichkeit kommen. Nicht einmal das Ministerium hat davon Bescheid gewusst. 6. September 2007 beim Salesianerkloster am Rennweg. In weniger als einer Stunde wird hier der Papst ins Papamobil umsteigen. Der Fahrer des Wagens, ein Cobra-Polizist, hat das Fahrzeug 2 Tage lang getestet. Man muss natürlich Bedacht nehmen, dass hinten Personen drinnen sind, nicht angegurtet, natürlich Schrittgeschwindigkeit und jeder kleinen Bodenwelle ausweichen, so gut es nur geht. Papst Benedikt trifft im Kloster ein. Die Beamten der Cobra arbeiten vor Ort mit Teilen der Schweizer Garde zusammen, die dem Papst immer am nächsten sind. Der Personenschutz des Papstes wird von den Beamten des Einsatzkommandos Cobra nicht wie bei anderen Staatsbesuchen gehandhabt. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wird ständig begrüßt und sucht auch selbst den Kontakt zur Bevölkerung. Umso genauer müssen alle Personen in seiner direkten Umgebung überwacht werden. Auch der Zeitplan ist ein wichtiger Faktor, um die Sicherheit des Papstes garantieren zu können. Los, nach Plan. Außer, dass wir schlechtes Wetter haben, sonst ist es in Ordnung. Der strömende Regen macht es für die Cobra-Leute nicht einfacher. Der Konvoi kommt nur langsam voran. Komfort und Sicherheit, er soll sich auch wohlfühlen. Solange keine Bedrohung ist oder sonst was, muss man nicht schnell fahren. Hauptsache man fährt. Stillstand ist immer schlecht. Ende der 70er Jahre schrieb ein Journalist einen Artikel über das Gendarmerie-Einsatzkommando mit der Überschrift »Cobra, übernehmen Sie«, angelehnt an die damals bekannte Fernsehserie. Kurze Zeit später sprach man nur mehr von der Cobra. Seit 2002 wurde dieser Spitzname als offizielle Bezeichnung installiert. Über versteckte Kameras kontrollieren Beamte der Cobra in der Wiener Rossauer Kaserne das Geschehen. Der Kontrollraum wurde speziell für den Besuch des Papstes aufgebaut. Ja, grundsätzlich einmal spielt sich sehr viel Arbeit im Vorfeld ab. Das wird aufbereitet und das wird dann hier nur abgerufen. Von den einzelnen Teams, die wir draußen haben, nicht nur den unmittelbaren Personenschutz, sondern auch Beobachter, speziell ausgebildete Beobachter, aber auch den mittelbaren Personenschutz, das fließt hier alles zusammen. Also wir müssen immer wissen, wo sind unsere Teams genau postiert, was haben die dort für Wahrnehmungen, wie analysieren diese Wahrnehmungen und überarbeiten das Lagebild und geben das dann weiter.
Auch der Stephansplatz wird von Einheiten überwacht. Präzisionsschützen registrieren jede kleine Bewegung in der Menschenmasse. Auf eventuelle Attentatsversuche könnte so schneller reagiert werden. Per Funk meldet die Einsatzzentrale eine mögliche Bedrohung. Einige verdächtige Personen sind in der Menge gesehen worden. Diese müssen überprüft werden. Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Szenario, auf das wir agieren müssen. Wir haben verdächtige Personen wahrgenommen. Diese verdächtigen Personen werden auch dokumentiert und analysiert, soweit es halt geht. Die Daten, die wir zur Verfügung haben, Bildmaterial, Kennzeichen und so weiter, und dann an unsere Kräfte weitergegeben, sodass sie auch Bedacht nehmen können im Rahmen ihres Dienstes und gegebenenfalls auch bereits im Beginnstadium eines eventuellen gefährlichen Angriffes agieren können. Für uns ist auch wichtig zu wissen, was transportieren jetzt die offiziellen Medien, Fernsehen, Radio. Das läuft bei uns auch immer mit, damit wir wissen, wer hat jetzt, oder im Grunde jeder hat Zugang zu Kenntnissen, die früher nicht möglich waren. Wir wissen, oder jedermann weiß, wo sich die Schutzperson gerade befindet, wo die Fahrtstrecke ist und so weiter und so fort. Das ist für uns auch wichtig zu wissen, dass das bekannt ist oder was nicht bekannt ist. Einige Sachen sind natürlich nicht bekannt und das ist auch gut so. Nach 3 Tagen geht der Papstbesuch zu Ende. Am Flughafen Wien-Schwechat wird die Schutzperson bis zu seinem Abflug beobachtet. Am Ende der Ausbildung müssen die Beamten einen 48 Stunden dauernden Belastungstest absolvieren, der die Kandidaten an ihre physischen und psychischen Grenzen führen soll. Wer hier versagt, muss die Truppe verlassen. Am 20-Meter-Turm werden spezielle Klettertechniken überprüft, die international bei Spezialeinheiten Standard sind. Und das erste Mal im Turm herum sein, ist sicher beängstigend für jeden. Auch der keine Höhenangst hat, der muss sich auf das einmal dran gewöhnen. Wird aber noch immer besser. Im Einsatzfall müssen die Cobra-Polizisten bewaffnet und durch Panzerwesten geschützt Hausfassaden und Dächer erklettern oder auch über Fenster in Räume eindringen. Die Taktik, außerhalb der normalen Zugänge wie Stiegenhäuser und Türen in Wohnungen zu kommen, übernahm man aus Irland. Dort kamen während des Bürgerkrieges viele Polizisten durch Sprengfallen, sogenannte Bobby Traps, ums Leben, die in den Hauszugängen installiert waren. Diese Seiltechniken müssen auch ohne Sicherung ausgeführt werden können. Aus diesem Grund muss das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und zum Teampartner in einem hohen Maße vorhanden sein. Der Einzelkämpfer ist nicht gefragt, das ist ein einzelner professioneller Mann gefragt, der aber nur in einem gesamten Team gemeinsam eine gute Leistung bringen kann. Was man da bei den ganzen Übungen gesehen hat, da bringe ich alleine überhaupt nichts. Nur wenn ich so gut drauf bin, das kann ich nur gemeinsam bewältigen alles. Nächster Teil des Belastungstests. Die Nahkampffähigkeiten werden überprüft. Die Anwärter haben verschiedene Kampfsporttechniken trainiert, wie Boxen, Thai-Boxen und Jiu-Jitsu. Die Techniken müssen so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass sie auch auf engstem Raum und unter Stress, etwa in einem Flugzeug, angewandt werden können. Fertig! Go! Überprüft wird Schlagkette, Überwindung, eine Minute lang jetzt in der volle Belastung zu gehen und dementsprechend auch dann das Tempo durchzuziehen und die Überwindung im Kopf dann einfach, dass das funktioniert. Speziell zu Beginn gibt es gravierende Unterschiede. Einer hat vielleicht schon was gemacht vorher, der andere hat noch überhaupt noch keine Vorahnung. Aber im Laufe der 6 Monate bringen wir das ganz gut hin, dass jeder die richtige Basis hat, damit es dann einsatzmäßig überhaupt kein Problem ist. Du hast jetzt 1 Minute Zeit. Nach dieser Minute gehst du wieder zu den Sprungschnür, springst 1 Minute. Okay. Du hast da den Buchstaben Konrad, K, und da den Buchstaben H, Heinrich. Ja? Du kannst anfangen, was du willst. Pro gelöstes Puzzle gibt es 50 Punkte Bonus. Alles klar? Gibt es Fragen? Okay.
Na, bereit. Fertig, go! Okay. Inspektor S. muss aus einem Puzzle unter Zeitdruck verschiedene Buchstaben bilden. Neben der physischen Belastbarkeit wird auch die geistige Wendigkeit getestet. Wer hier die Nerven wegschmeißt, ist für das Einsatzkommando nicht geeignet. Ein Elite-Polizist muss sich konzentrieren können, schnell reagieren und in extremen Stresssituationen rasche Entscheidungen treffen. Wir rechnen jetzt die Punkte aus, aber auf den ersten Blick schaut das gut aus. Also die dürften eine gute Punkteanzahl haben. Den bisher spektakulärsten Einsatz hatte die Cobra in der Justizanstalt Graz-Karlau. Sie ist neben Stein und Garsten eine der drei Gefängnisse, wo Häftlinge mit besonders langen Haftstrafen untergebracht werden. Seit 1769 wird das ehemalige Jagdschloss als Gefängnis geführt. Hier sitzen über 500 verurteilte Straftäter ein. November 1996. Der 60-jährige Adolf Schandl wird von Beamten zum Hofgang abgeholt. Schandl, der 1992 wegen Beteiligung bei einem Banküberfall zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde, sieht sich als Opfer der Justiz. Schon bei seinem Prozess sprach er von Verleumdungen und bestritt jegliche Mittäterschaft an dem Überfall. Er ist seit 6 Wochen in Karlau. Man hatte ihn wegen akuter Fluchtgefahr aus Stein überstellt. Schandl gilt innerhalb der Justiz als besonders gefährlich. Schon 1971 war er bei einem aufsehenerregenden Ausbruch aus der Haftanstalt Stein beteiligt. Für eine Stunde am Tag darf er für einen Spaziergang im Gefängnishof seine Zelle verlassen. Schandl war bis zu seiner letzten Verurteilung immer wieder straffällig geworden und lieferte sich Mitte der 80er Jahre nach einem Überfall ein Feuergefecht mit der Gendarmerie, bei dem er eine Schussverletzung erlitt. Schandl hat nur ein Ziel, das Gefängnis so schnell wie möglich zu verlassen. Für seinen Plan sucht er Komplizen und findet sie innerhalb weniger Wochen. Nach dem Ausgang im Spazierhof dürfen die Häftlinge einmal pro Woche in einem Anstaltsgeschäft Lebensmittel einkaufen. Ja, wir sind ganz normal in der Früh wie immer in die Kantine gegangen und haben unseren Dienst begonnen. 14. November 1996, 9.50 Uhr. Warum damals Schandl gemeinsam mit den 36-jährigen Terroristen Tawlik Ben Ahmed Shawali und dem 39-jährigen Mörder und Zuhälter Peter Grossauer einkaufen durfte, ist bis heute nicht geklärt. Ebenso, wer den Plastiksack für die Häftlinge am Türeingang abgestellt hatte. Fest steht nur, dass sie selbst gebastelte Messer mit sich trugen. Die Beamten waren praktisch chancenlos. Ne? Die haben da mit Messer zugestochen, der Schauwalli. Der hat ja, soll man sagen, das ist ja ein kalter Mensch. Der hat ja da überhaupt keine Skrupel gehabt, wem man was anzutun. Nein! Raus! Geh wieder Geisel! Ich hab gedacht, ne, es wird ein bisschen Wirbel und regt sich halt über irgendetwas auf und ich bin dann auch leider in die falsche Richtung gelaufen. Statt hinaus bin ich ins Lager gelaufen. Komm mal, auf! Schandl hatte Ahmed Shawali beauftragt, 3 Flaschenbomben zu basteln, die sie nun den Frauen auf den Rücken binden. Die dafür notwendige Nitroverdünnung hatte sich der Palästinenser in der Gefängniswerkstätte besorgt. Das ist Todesangst. Der erste Gedanke ist, das Leben ist vorbei. Man lässt noch einmal Revue passieren, man wird niemanden mehr sehen von der Familie, Enkelkind und so. Ich habe eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in meinem Leben abgeschlossen. Ich habe gedacht, meine Kinder sehe ich sicher nicht mehr. Und wenn, meine größte Sorge oder Angst war diejenige, wenn ich verletzt werde, dass ich so verletzt bin, dass ich nicht sterben kann und auch nicht leben kann. Schandl telefoniert mit der Anstaltsleitung.
Unsere Forderungen sind endgültig und ultimativ. Wir haben in unserem Leben abgeschlossen. Sollten unsere Forderungen abgelehnt werden, dann ist das nicht nur der sichere Tod der Frauen und wir durch die Justiz, sondern auch der gleichzeitige Tod von uns, da wir uns gemeinsam mit unseren Sprengbomben in Flaschenform zu Tode sprengen. Wir haben hier drei explosive Sprengsätze, die wir mit dem Klebeband am Hals und Kopf der Frauen befestigt haben. Ja, jeder Vorwand ihrerseits auf Zeitgewinn zu spielen, will bei uns nur wirken, dass wir die Frauen erniedrigen, misshandeln, auch sexuell. Sie verlangen die Bereitstellung eines vollgetankten Hubschraubers sowie 8 Millionen Schilling. Hier in der Justizanstalt Graz-Kalau hat um etwa 10 Uhr Vormittag die Geiselnahme begonnen. Man weiß über die Hintergründe dieser Geiselnahme aber zur Stunde noch so gut wie überhaupt nichts. Es gibt nämlich eine strikte Nachrichtensperre. Die Identität der Geiselnehmer wird bekannt. Der Bankräuber Adolf Schandl, das letzte Urteil aus dem Jahr 92, 19 Jahre Haft wegen mehrfachen Raubes. Der zweite Geiselnehmer, Ahmed Chawali, war für den Terroranschlag am 27. Dezember 1985 am Flughafen Wien-Schwechat verantwortlich. Für diese Tat, bei der 4 Menschen starben und 87 schwer verletzt wurden, bekam der Palästinenser lebenslange Haft. Was ich genau gemacht habe, weiß ich nicht. Ich war einfach im Dienst, wie der Alarm losgegangen ist, wo wir da zu dem Zeitpunkt ja nicht gewusst haben, was das ist. Alarm heißt bei uns alles antreten und das haben wir mal gemacht. Und dann ist für sich die Info gekommen, Geiselnahme in Graz-Kalau. Und damit ist die Hektik eh ausgebrochen. Über die Täter selbst haben wir natürlich gleich gewusst, Chawali, das war natürlich für uns ein Begriff durch die Terroranschläge am Flughafen Schwechat, wo er mit einer großen Brutalität vorgegangen ist. Das war für uns natürlich ein Gegenüber, wo wir sagen, ja, der scheut vor keiner oder von uns auch nicht zurück. Also wir haben da mit äußerster Gegenwehr zu rechnen. Naja, wenn die Information kommt, Geisellage in der Justizstrafanstalt, dann ist das kein normaler Einsatz wie andere. Das ist einfach schon grundsätzlich einmal, gehen wir mal davon aus, dass der schwerwiegend ist. Aus den Verhandlungsgesprächen weiß man, die Täter sind offenbar zu allem entschlossen. Die Grazer Exekutive alarmiert die Cobra. Um 13.30 Uhr treffen die Beamten im Gefängnis ein. Mittlerweile fiebert ganz Österreich um das Leben der Geiseln. Ich war damals Gesamteinsatzleiter. Neben dem behördlichen Führungsstab gibt es auch sozusagen den operativen Einsatzleiter und sehr jung. Das heißt, bei so einem Einsatz, der einen entsprechenden Grad an Öffentlichkeit und Interesse hat, hast du die Chance, entweder der Held oder der Todel der Nation zu sein. Und das weißt du. Die telefonischen Verhandlungen mit dem Geiselnehmer Adolf Schandl führte ein Beamter der speziell geschulten Verhandlungsgruppe Süd. Cobra war ja sofort auch beim Anfang dabei und es wird dann nach einer gemeinsamen Lösung gesucht. Die Forderung hatte geheißen, bis also spätestens 11.30 Uhr muss die Forderung erfüllt sein, sonst stirbt eine Geisel. Während die Scharfschützen in Stellung gehen, versucht Adolf Schandl die Frauen zu beruhigen. Zeitweise sitzt er sogar händchenhaltend mit einer Geisel, um ihr und sich selbst Mut zu machen. Nachdem aber die Forderungen nicht sofort erfüllt werden, spricht er weitere Drohungen aus. Nach meiner Erinnerung 15.32 Uhr, da hat es den echten Knacks gegeben, weil da ist angedroht worden, wenn jetzt die ersten Forderungen, die ausgegeben wurden, nicht erfüllt werden, dann wird einer Geisel Schlimmes angetan. Es ist natürlich genau beschrieben worden, was da angetan werden sollte. Wie die Ultimaten nicht eingehalten worden sind, dann war ja das Thema, wann nehmen wir die erste, wann fangen wir an, das einmal sozusagen umzubringen. Ne? Und das war schon beinhart. Das war die ganze Zeit über sehr beinhart. 10 Stunden können sehr lang sein. Der Plan der Cobra, die Geiselbefreiung soll bei der Lösegeldübergabe stattfinden. Doch es gibt mehrere Unsicherheitsfaktoren. Wir wussten nicht genau, hochexplosive Stoffe, Sprengstoffe, es kann irgendwas vermieden sein oder sonst irgendwas. Und dann, ja, beim Sprengstoffanschlag eigentlich gibt es normal nicht viele Überlebende.
Es war so, dass jedem Einzelnen eigentlich die Aufgabe noch einmal bewusst gemacht worden ist, also dass wir es kurz durchbesprochen haben. Der eine hat ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht, vielleicht, weil er ihm jetzt schlussendlich bewusst geworden ist, dass er vielleicht der Erste oder der Zweite ist, der was da reingeht. Und mir selber ist es so gegangen, dass vielleicht in einem kurzen Moment eigentlich ein kleiner Lebenslauf in mir abgelaufen ist. Als um 18.30 Uhr noch immer kein Geld da ist, drohen die Geiselnehmer den Frauen Gliedmaßen abzuschneiden. Der Einsatz wird gestartet. Obwohl der Lärm des herannahenden Hubschraubers das Anbringen eines Türöffnungsgerätes verdecken soll, bemerkt der Terrorist Chawali ein Klopfen an der Tür. Schlüssiger Schlecker! Okay, weg. Es war schon Dämmerung, es war Nieselregen, es war halb beleuchtet. Und plötzlich hat es eine Situation gegeben, wo Häftlinge mit den entweder Tellern oder Trinkbechern an die Fenster geschlagen haben, so ein monotones Geläute. Das war eine ganz eigenartige Stimmung, weil man das ja nicht einschätzen hat können, was ist das jetzt? Ist das jetzt sozusagen eine Anfeuerung für die, die befreien kommen? Ist es eine Anfeuerung für die, die Geiseln genommen haben? Was ist das eigentlich? Ich weiß, wissen Sie, wie es mir geht jetzt da? Ich habe Ihnen mein Ehrenwort gegeben, wir sind 2 Minuten dort und der ist noch immer nicht dort. 20 Minuten, nicht 20. Ja. Das ist doch lächerlich. Ja. Er geht oder er geht nicht. Jetzt, ja. Moment, jetzt klopft er. Moment, schauen wir. Ja. Ja, bitte schauen Sie, ja. Nach 2 Minuten und 14 Sekunden ist der Zugriff beendet. Keine Geisel und auch kein Täter wird dabei verletzt. Die Schüsse, die abgegeben wurden, waren lediglich Ablenkungen über die Köpfe der Geiselnehmer. Dann hat mich einer da runtergezogen und ist mit mir gelaufen. Und dann sind wir über den ganzen Hof gelaufen. Dann habe ich gesagt, ich habe noch die Bombe da hinten drauf. Das hat er mir dann mit irgendeinem Taschenmesser während dem Laufen runtergeschnitten. Ja, und dann wollte ich eigentlich dort nur raus. Dann war dort eh ärztliche Betreuung und alles. Aber ich war halt nur froh, dass ich lebe. Die Täter werden nach der Festnahme der Justiz übergeben. Nach einer Leibesvisitation werden sie einzeln in spezielle Absonderungszellen versperrt. Nicht immer sind die Einsätze so dramatisch wie in Karlau. Alarmruf in der Zentrale des Einsatzkommandos Cobras. In Wien hat ein Mann auf einige uniformierte Polizisten geschossen. Die Cobra wird zum Tatort gerufen. In der Wohnung herrscht Chaos. Der tobende Mann wird schnell überwältigt, die Tatwaffe gefunden. In Wiener Neustadt stehen die Cobra-Anwärter kurz vor Abschluss des 48 Stunden dauernden Belastungstests.
Um 4 Uhr früh sollen sie bei einer Kommandoaktion Terroristen stoppen, die sich im Gelände verstecken. Eine Sprengfalle wird ausgelöst. Die Explosion hätte im Ernstfall keiner überlebt. Ein Ausbildner erklärt den Mechanismus. Da wird praktisch dann in diesem künstlichen Gebüsch die Handgranate montiert. Ist in der Nacht natürlich ohne Ausleuchtung nicht zu erkennen. Ist der Sprint gezogen, ist das Gerät aktiviert und detoniert nach Auslösung innerhalb von 3 Sekunden. So ein internationaler Standard. Würde dann natürlich heißen, bei einer Handgranate mit 70 Gramm Sprengstoff im unmittelbaren Nahbereich massive Verletzungen. Die Terroristen werden in einer Bunkeranlage vermutet. Das Problem, im Bunker wurden chemische Kampfstoffe geortet. Ausgerüstet mit Gasmasken klettern die Anwärter den Schacht hinunter. Achtung, steht da! Komm her, oder noch welche? Ja, einer, kommt, einer! Oben, steht da! Passt, weiter vor, schau sie, weiter vor! Weiter vor! Eine Puppe, die eine Geisel repräsentiert, muss jetzt wieder an den Ausgangspunkt gebracht werden. Erschöpft durch den Marathontest sind sich die Polizisten nicht bewusst, dass sie schon im Freien sind und die Gasmasken schon längst abnehmen könnten. Okay, spätestens jetzt kannst du die Gasmasken untergeben. Das ist jetzt, das können wir schon beim Verlassen von Gebäude machen. Durch den Bewegungssensor ist es, glaube ich, nur nervöser geworden. Es hat dann vom taktischen drinnen nichts mehr passt. Es hat Schusslinien gekreuzt und so weiter und so fort. Wir werden jetzt sehen, wie die Trefferauswertung war. Das ja. 11 Täter angehalten. Okay, somit stehen wir nicht gut da, wenn es jetzt der Ernstfall war. Okay, Geiseltreffer ist das Schlechteste, was uns passieren kann. Diese Gruppe war eigentlich im Mittelfeld. Wenn man die anderen jetzt betrachtet, wenn man das als Ganzes sieht, kann man nicht zufrieden sein. Wenn das wirklich ein Ernstfall wäre, kann man nicht zufrieden sein. Also das kann man nicht akzeptieren. Geistig sind sie leer und das ist auch jeder gewesen. Ja, und das wäre sogar ich. Ja. Ein jeder Beamter wäre leer. Weil sie haben den ganzen Tag Top-Leistungen gebracht. Und überhaupt zum Schluss, das ist eine schwierige Übung oder eine schwierige Lage mit vielen Merkfähigkeiten, was aber sicher zu bewältigen wäre, wenn sie ausgeruht wären. Ja, vom gesamten her, der Parcours war doch sehr anstrengend. Man ist jetzt froh, dass man fertig ist. Und man hat jetzt gemerkt am Schluss, dass da die Konzentrationsfähigkeit sehr nachlassen hat und dass die kleinen Ablaufwölle sich eingeschlichen haben. Aber im Großen und Ganzen finde ich, glaube ich, dass wir nicht kein schlechtes Team waren. Na, Kritik ist ja in dem Fall noch immer was Positives, weil es eine Übung war und wir dadurch genau wissen, wo wir das nächste Mal ansetzen müssen, wo jetzt die Schwachpunkte waren und dass wir diese Fehler eben nicht noch einmal begehen. 35 Beamte haben in diesem Kurs die Ausbildung zum Cobra-Polizisten abgeschlossen. Herr Generalmajor, ich melde die Ausbildungseinheit 2007 vollständig zur Ausmusterungsfeierlichkeit angetreten. Meine Herren, setzen. Haltet euch bitte bewusst, es ist eine große Familie. Wir sind ein Team, wir tragen gemeinsam Verantwortung. Gratulation zur geschlossenen Ausbildung. Als Zeichen der Sondereinheit bekommt Inspektor S. das rote Barett verliehen. Ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Man hat einfach jetzt die Bestätigung, dass man die Leistung positiv absolviert hat und alles halt gebracht hat, was man bringen kann. Und ja, guter Tag für alle. Bitte sehr. Seit 1977 haben 1140 Beamte und eine Beamtin den 6-monatigen Grundkurs positiv beendet. Mit Jänner 2008 gibt es 423 aktive Cobra-Beamte in Österreich. Zugänge wie Stiegenhäuser und Türen in Wohnungen zu kommen, übernahm man aus Irland.
Dort kamen während des Bürgerkrieges viele Polizisten durch Sprengfallen, sogenannte Bobby Traps, ums Leben, die in den Hauszugängen installiert waren. Diese Seiltechniken müssen auch ohne Sicherung ausgeführt werden können. Aus diesem Grund muss das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und zum Teampartner in einem hohen Maße vorhanden sein. Der Einzelkämpfer ist nicht gefragt, das ist ein einzelner professioneller Mann gefragt, der aber nur in einem gesamten Team gemeinsam eine gute Leistung bringen kann. Was man da bei den ganzen Übungen gesehen hat, da bringe ich alleine überhaupt nichts, nur wenn ich so gut drauf bin. Das kann ich nur gemeinsam bewältigen alles. Nächster Teil des Belastungstests. Die Nahkampffähigkeiten werden überprüft. Die Anwärter haben verschiedene Kampfsporttechniken trainiert, wie Boxen, Thai-Boxen und Jiu-Jitsu. Die Techniken müssen so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass sie auch auf engstem Raum und unter Stress, etwa in einem Flugzeug, angewandt werden können. Fertig! Go! Überprüft wird Schlagkette, Überwindung, eine Minute lang jetzt in der volle Belastung zu gehen und dementsprechend auch dann das Tempo durchzuziehen und die Überwindung im Kopf dann einfach, dass das funktioniert. Speziell zu Beginn gibt es gravierende Unterschiede. Einer hat vielleicht schon was gemacht vorher, der andere hat noch überhaupt noch keine Vorahnung. Aber im Laufe der 6 Monate bringen wir das ganz gut hin, dass jeder die richtige Basis hat, damit es dann einsatzmäßig überhaupt kein Problem ist. Du hast jetzt 1 Minute Zeit. Nach dieser Minute gehst du wieder zu der Sprungschnur, springst 1 Minute. Okay. Du hast da den Buchstaben Konrad, K, und da den Buchstaben H, Heinrich. Ja? Okay. Du kannst anfangen, was du willst. Pro gelöstes Puzzle gibt es 50 Punkte Bonus. Alles klar? Okay. Gibt es Fragen? Okay. Nein. Bereit. Go! Okay. Inspektor S. muss aus einem Puzzle unter Zeitdruck verschiedene Buchstaben bilden. Neben der physischen Belastbarkeit wird auch die geistige Wendigkeit getestet. Wer hier die Nerven wegschmeißt, ist für das Einsatzkommando nicht geeignet. Ein Elite-Polizist muss sich konzentrieren können, schnell reagieren und in extremen Stresssituationen rasche Entscheidungen treffen. Wir rechnen jetzt die Punkte aus, aber auf den ersten Blick schaut das gut aus. Also die dürften eine gute Punkteanzahl haben. Uhr 30 muss die Forderung erfüllt sein, sonst stirbt eine Geisel. Während die Scharfschützen in Stellung gehen, versucht Adolf Schandl, die Frauen zu beruhigen. Zeitweise sitzt er sogar händchenhaltend mit einer Geisel, um ihr und sich selbst Mut zu machen. Nachdem aber die Forderungen nicht sofort erfüllt werden, spricht er weitere Drohungen aus. Nach meiner Erinnerung 15.32 Uhr, da hat es den echten Knacks gegeben, weil da ist angedroht worden, wenn jetzt die ersten Forderungen, die ausgegeben wurden, nicht erfüllt werden, dann wird einer Geisel Schlimmes angetan. Es ist natürlich genau beschrieben worden, was da angetan werden sollte. Wie die Ultimaten nicht eingehalten worden sind, dann war ja das Thema, wann nehmen wir die erste, wann fangen wir an, das einmal sozusagen umzubringen. Ne? Und das war schon beinhart. Das war die ganze Zeit über sehr beinhart. 10 Stunden können sehr lang sein. Der Plan der Cobra, die Geiselbefreiung soll bei der Lösegeldübergabe stattfinden. Doch es gibt mehrere Unsicherheitsfaktoren. Wir wussten nicht genau, hochexplosive Stoffe, Sprengstoffe, es kann irgendwas vermieden sein oder sonst irgendwas. Und dann, ja, beim Sprengstoffanschlag eigentlich gibt es normal nicht viele Überlebende. Es war so, dass jedem Einzelnen eigentlich die Aufgabe noch mal bewusst gemacht worden ist. Also, dass wir es kurz durchbesprochen haben. Der eine hat ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht vielleicht, weil er ihm jetzt schlussendlich bewusst geworden ist, dass er vielleicht der Erste oder der Zweite ist, der was da reingeht. Und mir selber ist es so gegangen, dass vielleicht in einem kurzen Moment eigentlich ein kleiner Lebenslauf in mir abgelaufen ist.
Als um 18.30 Uhr noch immer kein Geld da ist, drohen die Geiselnehmer den Frauen Gliedmaßen abzuschneiden. Der Einsatz wird gestartet. Obwohl der Lärm des herannahenden Hubschraubers das Anbringen eines Türöffnungsgerätes verdecken soll, bemerkt der Terrorist Chawali ein Klopfen an der Tür. Schlüssiger Schlecker! Es war schon Dämmerung, es war Nieselregen, es war halb beleuchtet. Und plötzlich hat es eine Situation gegeben, wo Häftlinge mit den entweder Tellern oder Trinkbechern an die Fenster geschlagen haben, so ein monotones Geläute. Es war eine ganz eigenartige Stimmung, weil man das ja nicht einschätzen hat können. Was ist das jetzt? Ist das jetzt sozusagen eine Anfeuerung für die, die befreien kommen? Ist es eine Anfeuerung für die Glasscheiben? Also bei diesem Fahrzeug ist es so, dass die Position des Papstes trotzdem sehr niedrig ist. Auch wenn er die Scheibe herunterlassen kann, man kann sie nicht ganz herunterlassen. Das heißt, ein Attentat, nehmen wir an, ein Schussattentat auf den Papst, wenn er in diesem Fahrzeug sitzt und das Fenster ist, dieses Stück heruntergelassen ist, sehr unwahrscheinlich. Also es beunruhigt uns nicht wirklich sehr. Noch dazu haben wir Fahrzeuge zum Abdecken des Papamobils und auch Personen, die außerhalb sind. Am Abend vor dem Papstbesuch müssen Teile der Cobra noch zu einem Einsatz in der Nähe von Linz. Die örtliche Polizei hat die Einheit angefordert, um einen mutmaßlichen Drogendealer zu verhaften. Der Einsatz wird mit einer Helmkamera dokumentiert. Die Cobra ist für das Prinzip des Minimaleingriffes. Die Beamten bemühen sich, unnötige Gewalt zu vermeiden. Erstmals werden solche Einsatzvideos im Fernsehen gezeigt. In der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde die Cobra Anfang der 80er Jahre. Was wirklich eine Initialzündung für den Bekanntheitsgrad des Geheimeinsatzkommandos war im Jahre 80 oder 81 diese Geisellage in der Arztpraxis in Graz. Bitte Fernsehen auch zurückgehen. Ich habe damals Dienst gehabt und der Generaldirektor Dr. Danzinger hat mich angerufen. Fahren Sie nach Graz, da ist eine Geiselnahme. Es hat auch zu dem Zeitpunkt noch nicht diese Art der Verhandlungsgruppen gegeben, was es heute gibt. Und auch viele Dinge waren nicht so wie heute. War das einfach mit einem Wort gesagt ein Ad-hoc-Zugriff. Da ist ein Schuss gefallen und die Beamten vor der Tür und vom Fenster haben zugegriffen. Es ist natürlich dann eine extreme Hektik ausgebrochen. Die Geiseln sind aus den Fenstern gesprungen. Der Täter ist dabei ums Leben gekommen. Wichtig war aber, dass alle Geiseln darunter auch. Diejenigen, wenn ich verletzt werde, dass ich so verletzt bin, dass ich nicht sterben kann und auch nicht leben kann. Schandl telefoniert mit der Anstaltsleitung. Unsere Forderungen sind endgültig und ultimativ. Wir haben in unserem Leben abgeschlossen. Sollten unsere Forderungen abgelehnt werden, dann ist das nicht nur der sichere Tod der Frauen durch die Justiz, sondern auch der gleichzeitige Tod von uns. Da wir uns gemeinsam mit unseren Sprengbomben in Flaschenform zu Tode sprengen. Wir haben hier drei explosive Sprengsätze, die wir mit dem Klebeband am Hals und Kopf der Frauen befestigt haben. Ja, jeder Vorwand ihrerseits auf Zeitgewinn zu spielen, wird bei uns nur wirken, dass wir die Frauen erniedrigen, misshandeln, auch sexuell. Sie verlangen die Bereitstellung eines vollgetankten Hubschraubers sowie 8 Millionen Schilling.
Hier in der Justizanstalt Graz-Karlau hat um etwa 10 Uhr Vormittag die Geiselnahme begonnen. Man weiß über die Hintergründe dieser Geiselnahme aber zur Stunde noch so gut wie überhaupt nichts. Es gibt nämlich eine strikte Nachrichtensperre. Die Identität der Geiselnehmer wird bekannt. Der Bankräuber Adolf Schandl, das letzte Urteil aus dem Jahr 92, 19 Jahre Haft wegen mehrfachen Raubes. Der zweite Geiselnehmer, Ahmed Chawali, war für den Terroranschlag am 27. Dezember 1985 am Flughafen Wien-Schwechat verantwortlich. Für diese Tat, bei der 4 Menschen starben und 87 schwer verletzt wurden, bekam der Palästinenser lebenslange Haft. Was ich genau gemacht habe, weiß ich nicht. Ich war einfach im Dienst, wie der Alarm losgegangen ist, wo wir zu dem Zeitpunkt ja nicht gewusst haben, was das ist. Alarm heißt bei uns, alles antreten, und das haben wir mal gemacht. Und dann ist auch für sich die Info gekommen, Geiselnahme in Graz-Karlau, und damit ist die Hektik eh ausgebrochen. Über die Täter selbst haben wir natürlich gleich gewusst, Chawali, das war natürlich für uns ein Begriff durch die Terroranschläge am Flughafen Schwechat, wo er mit einer großen Brutalität vorgegangen ist. Das war für uns natürlich ein Gegenüber, wo wir sagen, ja, der scheut vor keiner oder von uns auch nicht zurück. Also wir haben da mit äußerster Gegenwehr zu rechnen. Naja, wenn die Information kommt, Geisellage in der Justizstrafanstalt, dann ist das kein normaler Einsatz wie andere. Das ist einfach schon grundsätzlich einmal, gehen wir mal davon aus, dass der schwerwiegend ist. Aus den Verhandlungsgesprächen weiß man, die Täter sind offenbar zu allem entschlossen. Die Grazer Exekutive alarmiert die Cobra. Um 13.30 Uhr treffen die Beamten im Gefängnis ein. Mittlerweile fiebert ganz Österreich um das Leben der Geiseln. Ich war damals auch der Stephansplatz wird von Einheiten überwacht. Präzisionsschützen registrieren jede kleine Bewegung in der Menschenmasse. Auf eventuelle Attentatsversuche könnte so schneller reagiert werden. Per Funk meldet die Einsatzzentrale eine mögliche Bedrohung. Einige verdächtige Personen sind in der Menge gesehen worden. Diese müssen überprüft werden. Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Szenario, auf das wir agieren müssen. Wir haben verdächtige Personen wahrgenommen. Diese verdächtigen Personen werden auch dokumentiert und analysiert, soweit es halt geht. Die Daten, die wir zur Verfügung haben, Bildmaterial, Kennzeichen und so weiter, und dann an unsere Kräfte weitergegeben, sodass sie auch Bedacht nehmen können im Rahmen ihres Dienstes und gegebenenfalls auch bereits im Beginnstadium eines eventuellen gefährlichen Angriffes agieren können. Für uns ist auch wichtig zu wissen, was transportieren jetzt die offiziellen Medien, Fernsehen, Radio. Das läuft bei uns auch immer mit, damit wir wissen, wer hat jetzt, oder im Grunde jeder hat Zugang zu Kenntnissen, die früher nicht möglich waren. Wir wissen, oder jedermann weiß, wo sich die Schutzperson gerade befindet, wo die Fahrtstrecke ist und so weiter und so fort. Das ist für uns auch wichtig zu wissen, dass das bekannt ist oder was nicht bekannt ist. Einige Sachen sind natürlich nicht bekannt und das ist auch gut so. Nach 3 Tagen geht der Papstbesuch zu Ende. Am Flughafen Wien-Schwechat wird die Schutzperson bis zu seinem Abflug beobachtet. Am Ende der Ausbildung müssen die Beamten einen 48 Stunden dauernden Belastungstest absolvieren, der die Kandidaten an ihre physischen und psychischen Grenzen führen soll. Wer hier versagt, muss die Truppe verlassen. Am 20-Meter-Turm werden spezielle Klettertechniken überprüft, die international bei Spezialeinheiten Standard sind. Und das erste Mal im Turm herum sein, ist sicher beängstigend für jeden. Auch der keine Höhenangst hat, der muss sich auf das einmal trauen können.
wird aber noch immer besser. Im Einsatzfall müssen die Cobra-Polizisten bewaffnet und durch Panzerwesten geschützt Hausfassaden und Dächer erklettern oder auch über Fenster in Räume eindringen. Die Taktik, außerhalb der normalen Zugänge wie Stiegenhäuser und Türen in Wohnungen zu kommen, übernahm man aus ihr. Ist ein wichtiger Faktor, um die Sicherheit des Papstes garantieren zu können. Tadellos, nach Plan. Außer, dass wir schlechtes Wetter haben, sonst ist es in Ordnung. Der strömende Regen macht es für die Cobra-Leute nicht einfacher. Der Konvoi kommt nur langsam voran. Komfort und Sicherheit, er soll sich auch wohlfühlen. Solange keine Bedrohung ist oder sonst was, muss man nicht schnell fahren. Hauptsache man fährt. Stillstand ist immer schlecht. Ende der 70er Jahre schrieb ein Journalist einen Artikel über das Gendarmerie-Einsatzkommando mit der Überschrift »Cobra, übernehmen Sie«, angelehnt an die damals bekannte Fernsehserie. Kurze Zeit später sprach man nur mehr von der Cobra. Seit 2002 wurde dieser Spitzname als offizielle Bezeichnung installiert. Über versteckte Kameras kontrollieren Beamte der Cobra in der Wiener Rossauer Kaserne das Geschehen. Der Kontrollraum wurde speziell für den Besuch des Papstes aufgebaut. Ja, grundsätzlich einmal spielt sich sehr viel Arbeit im Vorfeld ab. Das wird aufbereitet und das wird dann hier nur abgerufen. Von den einzelnen Teams, die wir draußen haben, nicht nur den unmittelbaren Personenschutz, sondern auch Beobachter, speziell ausgebildete Beobachter, aber auch den mittelbaren Personenschutz, das fließt hier alles zusammen. Also wir müssen immer wissen, wo sind unsere Teams genau postiert, was haben die dort für Wahrnehmungen, wie analysieren diese Wahrnehmungen und überarbeiten das Lagebild und geben das dann weiter. Auch der Stephansplatz wird von Einheiten überwacht. Präzisionsschützen registrieren jede kleine Bewegung in der Menschenmasse. Auf eventuelle Attentatsversuche könnte so schneller reagiert werden. Per Funk meldet die Einsatzzentrale eine mögliche Bedrohung. Einige verdächtige Personen sind in der Menge gesehen worden. Diese müssen überprüft werden. Ja, hier. In einer Kommandoaktion Terroristen stoppen, die sich im Gelände verstecken. Eine Sprengfalle wird ausgelöst. Die Explosion hätte im Ernstfall keiner überlebt. Ein Ausbildner erklärt den Mechanismus. Da wird praktisch dann in diesem künstlichen Gebüsch die Handgranate montiert. Ist in der Nacht natürlich ohne Ausleuchtung nicht zu erkennen. Ist der Sprint gezogen, ist das Gerät aktiviert und detoniert nach Auslösung innerhalb von 3 Sekunden. So ein internationaler Standard. Würde dann natürlich heißen, bei einer Handgranate mit 70 Gramm Sprengstoff im unmittelbaren Nahbereich massive Verletzungen. Die Terroristen werden in einer Bunkeranlage vermutet. Das Problem, im Bunker wurden chemische Kampfstoffe geortet. Ausgerüstet mit Gasmasken klettern die Anwärter den Schacht hinunter. Achtung, geht da! Komm her, da sind noch welche. Ja, einer, kommt, einer. Aus, oben, geht da! Passt, weiter vor! Weiter vor! Eine Puppe, die eine Geisel repräsentiert, muss jetzt wieder an den Ausgangspunkt gebracht werden. Erschöpft durch den Marathontest sind sich die Polizisten nicht bewusst, dass sie schon im Freien sind und die Gasmasken schon längst abnehmen könnten. Ja,
Okay, spätestens jetzt kannst du die Gasmaske runtergeben. Das jetzt kann er schon beim Verlassen vom Gebäude machen. Durch den Bewegungssensor ist es, glaube ich, nur nervöser geworden. Es hat dann vom taktischen drinnen nichts mehr passt. Es hat Schusslinien gekreuzt und so weiter und so fort. Wir werden jetzt sehen, wie die Trefferauswertung war. Das ja. Öfter angegeben. Okay, somit stehen wir nicht gut da, wenn es jetzt der Ernstfall war. Okay, Geiseltreffer ist das Schlechteste, was uns passieren kann. Diese Gruppe war eigentlich im Mittelfeld, wenn man die anderen jetzt betrachtet. Wenn man das als Ganzes sieht, kann man nicht zufrieden sein. Wenn das wirklich ein Ernstfall wäre, kann man nicht zufrieden sein. Also ist das kann man nicht akzeptieren. Geistig sind sie leer und das ist ein jeder gewesen. Ja, und das wäre sogar ich. Ja. Ein jeder Beamter wäre leer. Also sie haben den ganzen Tag Top-Leistungen gebracht. Und überhaupt zum Schluss, das ist eine schwierige Übung oder eine schwierige Lage mit vielen Merkfähigkeiten. Kriminalpolizei über Personenschutz, über Auslandsdienste, über Flugbegleitungen, so viel Macht. Das ist der österreichische Weg. Also, dass man schaut, wie kann man ein wirklich gutes Segment am Markt besetzen, am Markt der Sicherheit. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. 5. September 2007, 5 Uhr früh. Vor dem Salesianerkloster am Rennweg. Einen Tag vor dem Papstbesuch in Österreich fährt eine Fahrzeugkette von insgesamt 40 Autos durch den strömenden Regen. In der Mitte des Konvois das Papamobil. Dieser Großeinsatz erfordert detaillierteste Vorbereitungen. Ja, völlig klar. Weil das sind die Vorschritte. Ne? Gut, ja, wir wollen auf jeden Fall sicher sein, dass es nichts Unvorhergesehenes gibt. Ne? Auch aufgrund der Höhe des Fahrzeuges. Das kann man sich zwar vorher anschauen, aber irgendwelche Kuppen, die Leute sollen genau wissen, wo sie stehen bleiben, auf einen Meter genau. Und vor allem geht es uns auch heute um das Szenario der Evakuierung. Inwiefern Evakuierung? Das heißt, bei einem Zwischenfall, was wir wann wo machen. Das ist zwar theoretisch bekannt, aber das vor Ort anschauen der alle Kräfte ist natürlich wichtig. Die Koordination der Einsatzkräfte ist eine logistische Herausforderung. An die 2200 Polizisten und über 150 Cobra-Beamte sind für die Sicherheit des Papstes verantwortlich. Jetzt da meine ich. Jetzt bleiben wir im Schulhof jetzt stehen. Jetzt fahren wir rundherum einmal. Also jetzt das gleich ohne stehen bleiben? Weil du gesagt hast, im mit stehen bleiben kurz. Mit stehen bleiben. Ja. Das heißt, wir müssen so stehen bleiben, dass das Wappenmobil quasi nach links einbiegen kommt, oder? Oder die Sicherheit? Nein. Wir haben jetzt den Heiligen Vater aussteigen lassen. Ja. Und vorne jetzt den Konvoi hinter die Kirchen. Ach so, zum Ansteuern? Genau, richtig. Das schauen wir uns an. Aha. Natürlich ist der Heilige Vater in der Gefährdungsstufe 1. Eine konkrete Gefährdung ist jedoch nicht bekannt. Natürlich muss man auf das Schlimmste vorbereitet sein, aber wir können, glaube ich, das Beste hoffen. 5 Stunden später. In der Zentrale der Cobra werden die Einsatzfahrzeuge von ausgebildeten Spürhunden des Innenministeriums nach Sprengstoffen untersucht. Sollte im Auto etwas versteckt sein, würde der Hund einen süßlichen Geruch wahrnehmen und zum Bellen beginnen. Bei so einem Einsatz, also bei so einer Gefährdungsstufe, bleibt nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, wir kontrollieren eben jetzt auch die Fahrzeuge jetzt vom Einsatzkommando auf Sprengstoff. Alles, was am radioaktiven Material unterwegs sein kann, wäre möglich, darunter zu bringen. Das gibt es in offenen Bereichen und auch in geschlossenen Bereichen, wobei der geschlossene ja nicht die große Gefahr ist, aber natürlich, wenn man länger einen eigenen Weg gehen mussten, weil für uns optimale Effizienz der Aufgabe, der Lösung der Aufgabe verbunden sein musste mit einem entsprechenden Schutz für die einschreitenden Beamten. Das war uns immer sehr wichtig. Seit 1992 ist das Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt stationiert. Polizisten, die in der Spezialeinheit tätig sein wollen, müssen sich einem 2-tägigen Aufnahmeverfahren unterziehen. Dann folgt eine 6-monatige Grundausbildung, bei der sie, wenn sie wichtige Teilprüfungen nicht schaffen, jederzeit ausgeschieden werden können.
Einer der schwierigsten Prüfungen der Ausbildung ist der sogenannte Fenstersprung am 20-Meter-Turm. Mit einem Seil muss sich der Bewerber durch ein geschlossenes Fenster schwingen und im dahinterliegenden Raum wieder sicher landen. Für den Fenstersprung ist nicht jeder Polizist geeignet. Jeder Beamte hat 2 Probedurchgänge, bevor es ernst wird. Es haben verschiedene Leute verschiedene Probleme. Bei ihm war es jetzt mit der Landung. Also man kommt dann am Seil hängend bis zum Fenster. Und im Fenster muss man sich dann vom Seil lösen. Es schlüpft dann aus dem Abseilachter. Das Problem ist dann aber, dass er ja eigentlich in der Waagerechten durch das Fenster fliegt und sich wieder aufstellen muss, um weiterlaufen zu können, drinnen im Raum. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man halt aktiv dafür arbeiten. Das heißt, aktiv das Bein senken. Und wenn man dann aktiv das Bein senkt, dann stellt sich der Körper wieder auf und man kann weiterlaufen, drinnen im Raum. Ja, man läuft durch diesen Splitterring durch. Angst ist natürlich ein Thema und ist auch wichtig, weil angstlos sind, vorsichtig sein und überlegt handeln. Aber Angst kann man ganz einfach überwinden, indem man gute intensive Ausbildung hat. Und dadurch nimmt die Angst ab, wird zu einem normalen Grad und man kann leicht umgehen damit. Heuer haben sich zum Auswahlverfahren 182 Polizisten aus ganz Österreich beworben. Davon wurden nur 36 für die Ausbildung zugelassen. Der Fenstersprung wurde früher auch bei realen Zugriffen angewendet. Heutzutage dient er nur mehr als Mutprobe, um die Einsatzbereitschaft der Beamten zu testen. Aus Sicherheitsgründen darf bei dem gezeigten Beamten kein vollständiger Name genannt werden. Der Hauptgrund war einfach die Herausforderung an der Tätigkeit. Das ist doch ein sehr elitärer Bereich. Ja. In den 70er Jahren wird Deutschland durch Terroranschläge der RAF, der Roten Armee-Fraktion, bedroht. Wien, Dezember 76, Banküberfall der deutschen Terroristin Waltraud Bock. Durch die Ereignisse damals hat man in Österreich dann gemeint, es sei notwendig, eine Einrichtung zu haben, die sich dem Terror entgegenstellen könnte. Was macht Österreich im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus? Und da hat der Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky in seiner Art gesagt, meine Herren, machen Sie sich keine Sorge, wir haben ein Kommando von Gendarmeriebeamten, die werden wir dann einsetzen. Das Gendarmerie-Einsatzkommando wird im April 1978 gegründet. Schloss Schönau in Niederösterreich, das als Durchgangslager für jüdische Emigranten verwendet worden war, wird zur Kaserne umgebaut. Wir sind bemüht, im Zuge der Ausbildung unseren Beamten all das zu vermitteln, was sie brauchen, um in einem Einsatzfall gegen Terroristen bestehen zu können. Workshops, die wir teilweise besucht haben, das war GSG 9, das war Amerika. Wir hatten die Möglichkeit, im Ausland ein bisschen Informationen einzuholen, sind aber dann zu guter Letzt drauf gekommen, dass wir einen eigenen Weg gehen mussten, weil für uns optimale Effizienz der Aufgabe, der Lösung der Aufgabe verbunden sein musste mit einem entsprechenden Schutz für die einschreitenden Beamten. Das war uns immer sehr wichtig. Seit 1992 ist das Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt stationiert. Polizisten, die in der Spezialeinheit tätig sein wollen, müssen sich einem 2-tägigen Aufnahmeverfahren unterziehen. Dann folgt eine 6-monatige Grundausbildung, bei der sie, wenn sie wichtige Teilprüfungen nicht schaffen, jederzeit ausgeschieden werden können. Einer der schwierigsten Prüfungen der Ausbildung ist der sogenannte Fenstersprung am 20-Meter-Turm. Mit einem Seil muss sich der Bewerber durch ein geschlossenes Fenster schwingen und im dahinterliegenden Raum wieder sicher landen. Für den Fenstersprung ist nicht jeder Polizist geeignet. Jeder Beamte hat 2 Probedurchgänge, bevor es ernst wird.
Was für mit einem Fuß drauf? Ja. Es haben verschiedene Leute verschiedene Probleme. Bei ihm war es jetzt mit der Landung. Also man kommt dann am Seil hängend bis zum Fenster.